Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge King of Waiter. Ja, wir hätten hier einen Pop-Up-Laden als nächstes Ziel. Der Laden schließt nach einem Tag. Verdienen Sie so viel wie möglich. Managerberechtigung kann Mitarbeiter einstellen. Leider kann ich jetzt nicht sehen, was wir verkaufen können, aber ich tippe mal auf Anziehsachen. Wir bekommen für jeden Tag, wo wir hier drin sind, 800 Euro. Sowie einmalig bei Abschluss 4.000 Euro für unsere Konzernkasse. Ich habe den Vertrag angenommen, wir gehen zum Laden. Schauen wir mal, was uns erwartet. Ah, nach 10 Tagen. Okay, da fehlte dann also was. Also, unser aktueller Rekord ist 69.411 Euro. So, okay. Heute ist Voreröffnung. Das heißt, ja, das kennen wir ja alles. Es läuft keine Zeit. Wir können uns frei Schnute bewegen. So, wir schauen jetzt erstmal hier. Artikel finden. Herrenbekleidung, Herrenhosen. Machen wir mal 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. So, jeweils hauen wir direkt auf den Vollen drauf. Wir gucken mal, was uns das kostet, der Spaß. Machen wir erstmal nur 5 bei jedem. Ich glaube, das ist besser. Weil wir müssen ja auch erstmal irgendwie Lagermöglichkeiten haben. Das ist ja dann. Nein, nicht 50. 5. Genau. Hier auch. Hier auch. So. Das waren jetzt Hosen. 12 Artikel an Hosen. Dann kurze Hosen. Können wir auch mal ein paar nehmen. 1, 2, 3, 4. Würde ich auch sagen, reicht erstmal. Wir müssen auch gucken, wie wir da alles stellen. Oder 4, ach komm, 5, 6, 7 und 8. Bestellen wir auch jeweils 5 Stück erstmal. So, Hosen haben wir. Schuhe, nee, bringt uns gerade nichts. Wir machen erstmal hier die langärmeligen Hemden. Genau, so 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dann hatten wir die hier eigentlich auch immer ganz gut drin. Ja, dann würde ich sagen, soll es das erstmal gewesen sein. Bestellen wir hier auch erstmal alles wieder nur 5 Stück. Ich hoffe, dass wir jetzt gleich mit der Einrichtung mal hinkommen. So. Auch wieder 80 Artikel. Dann gehen wir jetzt mal eben ins Lager. Ja, zumindest ist es groß genug. Liefereinheiten, ja, 4.000 ist natürlich nicht gerade die Menge. Regal machen wir hier 60 Stück. Das wird natürlich nicht hinhauen. Was kostet das Regal denn? Was war das denn? Mal 5.000 oder?
oder 20.000. Oh. Ja, müssen wir erstmal so machen. Genau. Dann können wir sagen, bitte die Artikel liefern. So, dann brauchen wir eine Kasse. Einmal Auslagen Herrenbekleidung. Kriegen wir immer nur zwei Artikel drauf. Da kriegen wir aber vier Artikel drauf. Ja. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und fünf. Dann würde ich sagen, gucken wir jetzt erstmal nach unseren Artikeln, die da sind. Auspacken. Sprühen wir wieder schnell vor. Ich gehe mal auf Pause und sobald ich hier fertig bin mit dem Auspacken, schalte ich euch wieder hinzu. So, und da sind wir fertig mit dem Auspacken schon. Wir gehen mal kurz auf die restlichen Sachen bitte liefern. Können wieder auf normale Geschwindigkeit zurück. Und dann fangen wir erstmal an, jetzt hier einzuräumen. Schauen wir mal, was da jetzt gekommen ist. Die Hosen haben wir da. Ist natürlich ganz super. Haben wir fünf Stück immer pro. Nehmen wir die hier noch mit. Genau. Dann bitte aufhängen. So, und wer es nicht kennt, ich gehe ja immer sofort hin und mache immer eine Mindestlagerbestellung und flehe jeden Artikel einzeln ein. Auf zum nächsten. Dort haben wir dann auch noch die Hosen. Eins, zwei, drei, vier. Räumen wir auch wieder ein und dann gleich direkt wieder die Mindestbestellung. So. Alles erstmal auf 5 Stück. Richtig. Ja, alles auf 5 Stück. Und ab zum nächsten. Gucken jetzt erstmal, dass wir hier das komplette Regal erstmal leer bekommen. Na komm. So, und da gehen wir auch auf 5 Stück. Jetzt schauen wir mal, ob wir noch was im Lager haben. Da haben wir noch einiges. Die Oberhemden und kurze Hosen. Okay, dann können wir noch ein Regal direkt machen mit kurze Hosen. Na, kurze Hosen. 2, 3, 4. Und bitte aufbauen. Suchen und auch wieder auf 5. Wir werden den ein oder anderen Artikel werden wir auf jeden Fall aufbauen müssen vom
Mindestlager. Aber so weit sind wir noch nicht. Jetzt gehen wir auf Hemden. Eins, zwei, drei, vier. Und wieder einrichten. Und dann gehen wir wieder auf Mindestlager. Da wieder auf 5. 5. 5. Und 5. Jetzt haben wir leider zu wenig Geld, was wir bekommen haben. Na komm, geh zu. Danke. Ehrenbekleidung, machen wir mal Hosen, die langen Hosen. Welche nehmen wir? Wir nehmen die hier. Und dann machen wir drüben, machen wir Hemden im Schaufenster und dann haben wir da auf jeden Fall eine schöne Auswahl schon mal. Ach, wir haben glaube ich sogar drei, oder? Haben wir hier keinen? Ne, da haben wir leider keinen. Da haben wir aber noch Hemden, langärmelige. Dann würde ich sagen, nehmen wir diese. Dann packen wir noch schnell unsere Ware aus, die noch da ist. Auch viel ist das ja nicht mehr. Auch super. Ich hoffe, dass wir sie noch unterkriegen. Aber da lasse ich euch jetzt auch zuschauen. Dann gucken wir gleich mal kurz nach, wie viele Artikel wir noch haben, was wir dann noch an Aufsteller benötigen, dass wir wissen, was wir für einen Kredit noch nehmen müssen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Die 19 haben wir irgendwo eins vergessen. Sechzehn, genau. Hier können wir nämlich noch die Hosen, die restlichen drei Stück. Genau so und nicht anders. Dann können wir nämlich noch schnell die Mindestbestellungen machen. Genau, und dann können wir jetzt auch zum Büro gehen. Da können wir direkt hinreisen. So, und dann sind wir ja wie gesagt auf dem Weg ins Büro. Wir schauen mal nach Mitarbeitern, ob wir schon Mitarbeiter einstellen können. Wer bist du denn? Verkäufe, natürlich sehr gut. Und Kasse. Nehmen wir dann mal wegen Verkäufer alleine schon. Okay. Lohn etwas höher. Einstellen. Okay. Dann haben wir noch einen. Gehen wir jetzt direkt auf Vervollen. Artikelhandhabung. Sehr schön. Kann er direkt die Leute bzw. die Ware neu einräumen. Super. Dann haben wir sie für Verkäufe für den ganzen Tag. Ihn haben wir dann für Auffüllen. Auch jeweils den ganzen Tag. Genau so. Die Öffnungszeiten werden wir ändern, weil wir sollen ja so viel wie möglich verkaufen.
setzen wir die mal schön auf einige Stunden. Ach, obwohl, genau, mal ruhig eine Stunde länger zum Wochenende hin. Werden wir mit Sicherheit auch noch Beleuchtung machen müssen. So, dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen Kredit. Bank nicht verwendet, doch verwenden wir. Okay, 50.000. Den zweiten auch noch. Nehmen wir auch noch auf. Dann haben wir jetzt 100.000, genau. Bleibt morgen der Laden nochmal zu? Ich würde sagen, wir lassen den Laden morgen nochmal zu und gehen jetzt hin, um den nochmal einzurichten, um fertig zu machen alles. So. Genau, weil wir brauchen ja noch hier einiges an Auslagen. Dann hier jetzt noch. Ich hoffe, dass das jetzt auch alles so noch hinhaut, wie ich es gerne hätte oder geplant habe. Ne, leider nicht. Aha. Da könnten wir zwar noch einen hinsetzen. Ne, das machen wir nicht. Naja, erstmal egal, wir machen jetzt hier weiter. Hosen, kurze, lange Hosen haben wir nichts mehr. Kurze Hosen. Die zwei noch auffüllen. Die vier. Meine Freunde, ich würde sagen, ich richte den Laden eben fertig ein und dann zeige ich ihn euch einmal kurz noch komplett eingerichtet, weil sonst sprengt es auch unsere Zeit. Also, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, und dann sind wir hier im Lager gewesen. Ich habe jetzt mal den Mindestbestelllager alles etwas hochgeschraubt auf 10 Artikel und habe dann auch alles nachbestellt. Wir haben jetzt hier 8, 11 Auslageregale mit A4 Artikel. Das heißt, wir haben 44 verschiedene Artikel im Angebot. Wir werden jetzt noch die Kasse aktivieren und dann ins Büro gehen. So. Wir haben natürlich hohe Umkosten zurzeit, aber geht halt nicht anders. So. Männer-T-Shirts in groß. Dann auch Hosen, auch in groß. Und dann wollen wir das Ganze für 4 Tage und kaufen. Gut, wir starten unseren ersten Tag und wollen mal schauen, wie viele Artikel wir hier verkauft bekommen. So. Eigentlich können wir uns direkt hinter der Kasse klatschen. So, und drauf warten, dass die ersten Kunden kommen. Wir spulen die Zeit etwas vor dafür. So, da haben wir auch geöffnet. Unsere Mitarbeiter nicht da? Hallo? Ah, wir müssen die noch von der Arbeitszeit rumsetzen. Oh, oh, oh. Das ist mies gelaufen. Da kommen sie nämlich, genau. So, erster Artikel wurde verkauft.
Sehr schön. So, der Laden füllt sich auch, das ist doch schon mal schön. Bin mal gespannt, was wir am ersten Tag für einen Umsatz machen. Vielleicht können wir die Kasse gleich nochmal umstellen. Wenn wir mal langsam machen. So. Andersrum. Ja, keine offene Kasse, ich weiß. So, und bitte öffnen. So haben wir den Laden etwas besser im Blick. Und dann geht's weiter. Okay, gut zu wissen. Dort haben wir dann also die Informationen, wann die Mitarbeiter kommen. Darauf müssen wir dann halt achten. So, die Hälfte des Tages haben wir rum. Die Hälfte der Schicht, sagen wir es mal so. Sich nicht beklagen von der Kundenmenge. Informationen, Stadtinfo, Kalender, Vertrag anzeigen. Also wir müssen wenigstens 69.500 Euro Umsatz erzielen in den 10 Tagen, wo wir hier im Laden sind. Ich denke mal, mit diesem Aufbau, den wir jetzt haben, sollten wir eigentlich ganz gut fahren. Dürfen wir auch nicht vergessen, dass wir 5.500 Euro jeden Tag an Kredit zurückbezahlen müssen. Aber ja, wir schauen einfach mal durch. So, jetzt sind unsere Mitarbeiter wieder weg. Auf jeden Fall gleich im Büro noch Zeit umsetzen, beziehungsweise die Arbeitszeit. So, jetzt bitte keiner kommen und eine Frage haben, weil in den letzten 3 Stunden haben wir kein Personal mehr da. Nein, es hat keiner eine Sekunde. Ihr könnt gerne mit euren Sachen zur Kasse kommen. Haben wir das denn hier mit der Beleuchtung? Lichter. Okay, kaufen. Ja, werden wir leider machen müssen. Sollte ja dann wieder hinhauen. Genau, so. Dann können wir auch wieder vorspulen. Natürlich wird auch unsere Löhne steigen, wenn wir jetzt
das Personal wieder hochsetzen. Wir gehen ins Büro. Na, wir sind minus gefahren. Ach, da ist der erste schon krank. Das ist doch nicht mehr normal. Ja, fühlt sich krank. Ich fühle mich auch krank. Ja, was sollen wir machen? Wir müssen Bestellungen, Mindestbestelllager. 57 Artikel haben wir verkauft. Ja, sehr schön. Das freut mich doch. Jetzt müssen wir hier allerdings mal hingehen und die Arbeitszeit ändern. Arbeitszeit beenden. So, genau. Und bei ihm genau das gleiche. So. Und die Beendigung. So. Dort haben wir jetzt auch ordentlich was drin. Aber meine Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Mal wieder einschalten würdet. Bis dahin, danke und tschüss.